Was muss ein Babyschnuller eigentlich aushalten? Hier der Krafttest. Das ist eine Kraftwegmessmaschine. Das heißt, wir testen die Schnuller, wie viel Kraft dass die aushalten, wenn man an denen zieht und wie lange sie die in die Länge ziehen. Was muss ein Schnuller können? Was ist die Norm? Was ist wichtig? Ja, wichtig ist, wenn ein Kind hineinbeißt, wenn es den Schnuller praktisch durchbeißt, dass der dann trotzdem erst sehr schwer abreißt. Das sind so um die 12 Kilo, wo man mindestens einmal anziehen kann. Test bestanden. Der Schnuller bleibt unversehrt. Ja, es hat mich schon fasziniert, wie weit sich der eben dehnen kann, der Schnuller. Ja. Weil da sieht man, was da das Material für Kraft hat eigentlich. Jahrzehntelange Forschung und Entwicklung, sowohl beim Werkstoff Silikon als auch beim Werkzeugbau, machen Stahl im Sterner zum Weltmarktführer von Fest- und Flüssigsilikonteilen. Bei der langen Nacht der Forschung zeigt das Machtrenker-Unternehmen alles rund ums Silikon. Ich glaube, es sind rund 50 oder 60 Millionen Schnuller, die wir im Jahr herstellen da am Standort. Insgesamt haben wir letztes Jahr 6,5 Milliarden Teile hergestellt, die sich von Automobilindustrie, Baby, Life Science, also Medizintechnik, ja, bis in die Haushaltstechnik, Sanitär haben wir gesehen. Also es geht über verschiedenste Branchen. Hier ein Beispiel von zwei unterschiedlichen Silikontypen. Einmal ein Standardsilikon und auf der anderen Seite dann ein speziell reibungsmodifiziertes Silikon heißt es. Der Unterschied liegt im Reibungskoeffizient. Es findet halt bei vielen Produkten Anwendung, wo es darum geht, zum Beispiel irgendwelche Bauteile ineinander zu führen, ineinander zu stecken, wo man geringe Reibungskräfte benötigt. Dort kann man zum Beispiel diese spezielle Silikontype einsetzen. Eine der neuesten Entwicklungen ist dieser Silikonstrohhalm. Bei dem soll man sich angeblich nicht mehr anschütten, egal wie man das Saftpackerl dreht und wendet. Jener wird vielleicht schon bald auf den Markt kommen. Und Zahndruck.